Wie spät ist es? 6 Uhr morgens. In Seattle. Meine Mutter hat gerade angerufen. Was denkst du wohl, was sie gesagt hat? Es tut mir leid. Er hatte mich von der ersten Sekunde an auf dem Kieker. Wieso hast du meine Tochter von mir wegbuxiert? Der Umzug war Sams Idee. Hätte ich gestern um seinen Segen gebeten, hätte er Nein gesagt. Also ließ ich sein. Ich bin spät dran. Ich muss los. Na gut, ruf mich an, wenn du am Flughafen bist. Was war das? Will, hier stimmt was nicht. Sam. Will. Nach unbestätigten Berichten ereignete sich heute ein seismischer Vorfall nahe der kalifornischen Küste. Meldungen über Stromausfälle in den gesamten Vereinigten Staaten. Wir dachten, du konntest zurückfliegen. Ich wusste nicht, wohin. Hast du mit Sam gesprochen? Die Verbindung brach ab. Was hat sie zuletzt gesagt? Sie klang verängstigt. Also halten wir fest, Will. Wir wissen nicht, was passiert. Trotzdem fliegen F-22-Jets vorbei. Meine einzige Tochter ist ganz allein. 2000 Meilen entfernt. Ich habe nur eine Frage an dich. Wirst du mit mir mitkommen? Alle Netze sind ausgefallen. Die Regierung hüllt sich in Schweigen. Wir wissen nicht, wer oder was der Grund ist. Da draußen gibt's einiges, das Angst macht. Viele echte Gefahren. Du hast verschwiegen, dass du eine Waffe hast. Vermutlich hast du noch nie eine Waffe benutzt. Ich kenne Dutzende Kriegsspielsimulationen. Alles Vorfälle wie diese. Sie sollen unser rationales Verhalten mittels eines Zwischenfalls in Frage stellen. Hast du schon mal solche Wolken gesehen? Will, zurück in den Wagen! Du sollst mir versprechen, dass du auf sie aufpassen wirst. Ich passe auf sie auf. Du fährst und ich mach das. 1, 2, 3! Das kann nicht ewig so bleiben. Denkst du das wirklich?